Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier heute vor dem gerade fertiggestellten Lastrupper Bürgerhaus und ich freue mich, dass wir hier Sie zu einem kleinen Rundgang einladen können. Kommen Sie mit. Also, wir stehen hier in einem denkmalgeschützten Gebäude, eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle aus dem Baujahr 1902. Dieses Gebäude hat die Gemeinde Lastrup ja, im Jahr 2015 erworben und nun durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wiederhergestellt. Hier befinden wir uns im neuen Trauzimmer, das neue Standesamt hier im Bürgerhaus. Und hier ist die Einrichtung, die fehlt jetzt noch, die wird aber dementsprechend geliefert, ist schon bestellt. Und sobald die da sind, werden wir hier standesamtliche Trauungen anbieten können in einem ganz anderen Ambiente. Bisher fanden die im Besprechungszimmer des Rathauses statt, aber hier hat man, glaube ich, einen ganz anderen Charme für die standesamtlichen Trauungen, wenn man auch das ganze Umfeld draußen ansieht. Das ist so Ziel der Planung gewesen und ich glaube, es ist hervorragend geworden. So, wir befinden uns hier jetzt im Gewölbekeller des denkmalgeschützten Bürgerhauses. Wir haben hier eine Deckenhöhe, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber dieser Keller hat einen ganz besonderen Charme. Wir sehen hier vorne einen Brunnen, weil dieser Brunnen ist die, nach Informationen des Landkreises Cloppenburg, die erste zentrale Wasserversorgung in der Gemeinde Lastrup gewesen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und dieser Brunnen, der wurde ebenfalls restauriert und von innen ist er beleuchtet und hier sollen demnächst dann auch im Rahmen von Führungen kleinere Aktivitäten mit stattfinden, wo man eben auf diese Besonderheit hier unterm Gebäude hinweisen kann. Okay, ja, und hier kommen wir jetzt eigentlich zu einem Schmuckstück. Das ist die Küche und die ist auch komplett restauriert worden. Wir haben versucht, die Wände wieder so zu gestalten, auch hier das Zeitfenster von der ursprünglichen Gestaltung her und dann so wie es rekonstruiert worden ist, so hat man wirklich den Vergleich vorher, nachher und das muss ich sagen, das hat das Restaurationsteam hervorragend gelöst, also wirklich in akribischer Kleinarbeit, auch die Rahmengestaltung der alten Türen, die Aufbereitung, alles hervorragend gelöst, der Fußboden ist soweit wieder hergerichtet worden und der Kaminsims, wenn man ja, sich den vorher angesehen hat, in was für einem Zustand der war, und wie er jetzt aussieht, also muss ich sagen, die haben hervorragende Arbeit geleistet. Ja, und hier stehen wir eigentlich schon im Herzstück des Bürgerhauses, die alte ungenutzte Scheune. Und ja, hier sollen Veranstaltungen mit kulturellem Hintergrund stattfinden. Hier sollen Ausstellungen stattfinden. Wir haben alle zwei Jahre im Rathaus die Kunstausstellung. Das möchten wir natürlich jetzt hier in dieses Gebäude verlegen, sodass wir dieses Gebäude einfach nutzen und mit Leben füllen, dass hier eigentlich ein Mittelpunkt im Ort Lastrup dann für kulturelle Zwecke und auch Kunstzwecke dann erfolgt und stattfindet. Jetzt sind wir hier oben angekommen im Obergeschoss in der sogenannten Galerie der Scheune. Wir haben lange überlegt, wie wir die Scheune insgesamt nutzen wollen, ob wir das einfach, so wie es damals bei der Scheune war, oben offenen Blick in den Giebel gewähren oder ob wir sagen, damals hat man auch Stroh und Holz zwischengelagert und das dann eben über einen eingezogenen Boden und dafür haben wir uns entschieden, das Ganze wieder so zu rekonstruieren. Gut, und dann kommt jetzt der Übergang in das Haupthaus wieder. Hier haben wir einen Bereich, wo eine offene Teeküche installiert worden ist. Und dieser Bereich kann natürlich dann auch zu Versammlungszwecken, Veranstaltungszwecken genutzt werden. Wenn ich mich mit einer kleinen Gruppe treffen möchte, hier kommen Tische und Stühle hin, dann kann ich diesen Raum hier separat nutzen und habe die Möglichkeit, mir einen Kaffee zu kochen, Tee oder was auch immer, Getränke zu nehmen. Ja, das war der kleine Rundgang, der virtuelle Rundgang. Die offizielle Eröffnung wird jetzt noch folgen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, und ich freue mich, dass dieses Haus wirklich in Zukunft mit Leben gefüllt wird. Dankeschön.